Herzlich willkommen zur Runde 16 aus der Wien gegen Hartberg. Bevor wir das Spiel starten, es wäre halt einmal ganz nett, wenn ihr das Video länger wie eine Minute euch anschaut, laufen lässt. Ist mir eigentlich egal, aber gib mir mal ein bisschen mehr wie eine Minute. Das wäre halt ganz nett von euch. Ja, somit starten wir. Wir werden. Oh, auch so wie eine Aufstellung schaut ganz gut aus. Ah, probieren wir es mal. Ja, wir spielen die Austrian gegen Hartberg. Gucken wir mal, was heute passiert. Dann legen wir mal los. Da, die, da, da. Wir sind wieder hier. Und hallo zusammen, heute auch wieder nicht Sie herzlich hier. Im Stade Municipal. Und los geht's. Die Gäste müssen es vor allem defensiv besser machen. Zurzeit haben sie die schlechteste Verteidigung. In der Defensive haben sie zurzeit große Probleme. Dabei weiß man ja, wie wichtig es ist, zuerst einmal hinten gut zu stehen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei. Na, kommt's, Buschen. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, ui, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen. Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Lauf, 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 lauf. Michael Madl. Ja, schwacher Ball hier. Toller Pass. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Was für eine Parade. Ah, boah, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Jetzt die Ecke. Da kommt der Schuss. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Das gibt's ja nicht. Schönes Zuspiel. Und jetzt die Chance. Und er ist nicht drin. Das war ein knappes Ding. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das gibt's ja nicht. Schöne Aktion. Kurze Flanke jetzt. Kein Problem für den Torhüter. Okay, hol am Ball. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Echt Ball, wenigstens. Hier Ecke geben. Ecke kommt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Da können sie erstmal klären. Da muss er flanken. Ganz stark. Gute Chance. Klasse Pass. Schuss! Da passt er Alter. Auf und hat den Ball. Dominik Prokop. Christoph Mondschein. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Geht er rein? Klasse gemacht. Vielleicht die Führung jetzt. Latte, aber die Chance lebt noch. Jetzt können sie klären. Hätte sonst gefährlich werden können. Na klar, es gibt ja nicht. Abseits. Bei diesem Alu-Treffer lag die Führung in der Luft. Meine ich auch. Christoph Mondschein.
Jetzt vielleicht. Nein, das gibt's ja nicht. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ah, vielleicht geht da noch was. Ganz souverän hier vom Torhüter. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er zieht ab. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Da ist er da und kann klären. Dominik Prokop. Er schießt. Und jawohl, das 1:0. Ein schöner Gewaltschuss. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt, genau. Der Ball geht da unter die Latte. Boah, da passt alles. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Super Pass. So, Situation bereinigt. Da kommt der Pass. Steil gespielt, gute Idee. Nein, rauslassen. Schwache Aktion. Also ich hoffe, ihr schaut es ein bisschen länger wie eine Minute. Da ist Platz. Okay. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Dominik Prokop. Christoph Mondschein. Weg ist okay. Was man zum Gegner auch noch? So, Spielzeit angezeigt. Ich will den Mittelfeldgeplänke. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1. Jawohl, ein Tor und das hier. Hier noch nichts entschieden. Ich weiß nicht, wie. Dann schauen wir mal. Der Abschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Können Sie jetzt klären? Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Und er schießt. Kein guter Abschluss hier. Alles mit der Ruhe. Matic. Jetzt ist die Kugel weg. Da trennt er ihn vom Ball. Gleich wird gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Ja, schwacher Ball hier. Ja, sehr schwach. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und da steht keiner. Das wird jetzt Abschluss geben.
Warum auch? Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Das war eng, aber er hat ihn. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Klasse Pass. Da muss er flanken. Ja, Flanke kommt kurz. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Okay. Dominik Prokop. Da kann er klären, gut aufgepasst. Chance erstmal vorbei, der Spieler ist dazwischen gegangen. Das gibt's ja nicht, dass nichts funktioniert. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen, sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Super Zuspiel. Und jetzt jawohl, das 2:0. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Jawohl. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Jawohl, 2:0. Einmal ein zweites Tor von mir. Er kann ihn reinbringen. Soll ich dir etwas? Matic. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Fängt diesen Ball ab. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da ist die Hereingabe. Oh, das sah also gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Kommt jetzt die Flanke? Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Grünwald. Klein. Jetzt sind sie am Ball. Gibt's ja nicht. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Da ist Platz. Da gewinnt er den Zweikampf. 2 Minuten werden nachgespielt. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Jetzt können sie vielleicht kontern. Sie haben Platz. Macht er ihn? Nein, er macht ihn nicht. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Jawohl, 2:0 gewonnen. Dein Fazit, Uschi? War für mich das passende gut gespielt. Sie haben eine gute Leistung abgerufen. Ja, ich hoffe, ihr habt euch einmal bis daher angeschaut. Lasst das wieder ein bisschen laufen. Ja, somit sehen wir euch im Discord, Facebook, beim nächsten Spiel. Bei irgendwo sehen wir uns sicher irgendwo, irgendwann einmal. Ja, somit, ciao, ciao. Toller Pass. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Was für eine unglaubliche Parade.